Was die CDU/CSU in den kommenden Jahren für Deutschland will, erkläre ich euch in diesem Video anhand von folgenden Kategorien: Klimaschutz, Digitalisierung, Schule und Bildung, Geld und Finanzen, Gesundheitswesen, Arbeit und sonstige wichtige Punkte, als auch Kritik. Und neben der Union werde ich euch dieses Jahr natürlich noch viele weitere Wahlprogramme vorstellen. Deswegen abonniert jetzt schon mal meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und übrigens, es gibt ja auch bereits einige Wahlprogramme, die ich euch schon vorgestellt habe, die ihr hier oben im i verlinkt findet. Klar ist natürlich auch, dass ich in diesem Video nicht 100% des Wahlprogramms wiedergeben kann. Deswegen weitere Informationen zum Wahlprogramm und zur Union findet ihr natürlich auch nochmal unten in der Infobox. Die CDU/CSU sagt laut eigener Aussage, dass das Pariser Klimaschutzabkommen ein, Zitat, Leitbild für eine gerechte Globalisierung sei. Zitat Ende. International wollen sie helfen, dass Entwicklungsländer als auch eben Schwellenländer eine Wirtschaft aufbauen, die direkt klimafreundlich ist. Anders als beispielsweise Deutschland, das ja verpasst hat als Industriestaat vor Jahrzehnten schon. Und außerdem setzt die Union auf den sogenannten Emissionshandel. Das bedeutet, dass die, die CO2 ausstoßen möchten, also beispielsweise Unternehmen, Rechte dafür kaufen müssen. Und diese Rechte werden immer teurer und so also auch unattraktiver. So hofft die Union, dass man eben eine klimafreundliche Wirtschaft beispielsweise in Zukunft aufbauen kann. Das wollen sie übrigens auch global einführen. Und das, was dann daraus eingenommen wird, wollen sie anhand von billigen Strompreisen an Betriebe und BürgerInnen zurückgeben. Wie hoch das ausfallen soll, das sagen sie nicht. Und außerdem sind sie der Überzeugung, dass Klimaschutz mit wirtschaftlichem Wachstum zusammenpasst. Sie wollen, ähnlich wie die FDP, vergleichsweise weniger staatliche Vorgaben machen und dafür auf die Wirtschaft und Industrie setzen. Bis 2045 will man also CO2-neutral sein, will man, dass Deutschland CO2-neutral ist. Im Vergleich die Linke bis 2035. Die Zwischenziele der Union lauten, dass man bis 2030 65% weniger Treibhausgase produziert als im Vergleich zu 1990. 2044 will man bei 88% sein. Werdet ihr die Union eigentlich wählen? Ja oder nein? Schreibt mir das jetzt mal unten in die Kommentare. Und außerdem wollen sie, dass man bei, Zitat, Konsum- und Produktentscheidungen auf einen Blick nachvollziehen kann, welche CO2-Bilanz ein Produkt hat. Und übrigens, bei erneuerbaren Energien ist es ja so, dass Deutschland in Zukunft nicht mehr auf Kohle oder eben Atomenergie setzen wird. Das ist ja schon länger bekannt. Bedeutet eben auch, wenn nicht ausreichend auf erneuerbare Energien gesetzt wird, könnte es passieren, dass man Strom aus anderen Ländern importieren muss. Beispielsweise auch Atomstrom. Dieses Problem will die Union, wie sie zumindest selbst sagt und hofft, vermeiden. Vor allem will die Union auf Wasserstoff in Zukunft setzen, speziell in der Stahl- und Zementindustrie. Auch beschäftigen sie sich fast eine ganze Seite in ihrem Wahlprogramm mit dem Thema Recycling. Sie wollen beispielsweise das Batterierecycling fördern und, anders als andere Parteien, sagt die Union nicht, dass sie weniger Individualverkehr, also Autos, fördern will. Im Gegenteil. Sie sagen, Zitat, wir wollen, dass in Deutschland weiterhin die besten Autos der Welt produziert werden. Und zwar mit allen Antriebsformen. Wer nun weltweit die besten Autos herstellt, das sei mal dahingestellt. Ein Dieselfahrverbot wollen sie aber nicht. Genauso wenig wie ein, wie sie selbst sagen, Tempolimit auf Autobahnen. Kommen wir zum Thema Digitalisierung. Die Union sagt in ihrem Programm selbst, dass gerade beispielsweise im Staat oder auch in der Verwaltung, Zitat, alles, was digital werden kann, digital werden soll. Die Union hat sich außerdem selbst zum Ziel gesetzt, dass bis 2024 alle Funklöcher in Deutschland beseitigt werden sollen und dass bis 2025 man überall ein 5G-Netz haben wird. Und man will eben auch bis 2025 15 Milliarden Euro für Gigabit-Netze, also Glasfaser für Häuser, bereitstellen, also für den Ausbau dafür. Wir erinnern uns an mein Video von 2017 zusammen mit der aktuellen Bundesagrarministerin Julia Klöckner, die damals noch das hier versprochen hatte übrigens, zur Bundestagswahl 2017. Also wir müssen zur Gigabyte-Gesellschaft kommen. Bis 2025 werden wir den flächendeckenden Ausbau von modernstem Glasfasernetz verwirklichen. Eine konkrete Zahl, bis wann Glasfaser überall in Deutschland sein soll, nennen sie im Programm nicht. Außerdem sind sie für einen digitalen Euro, also eine zusätzliche digitale Währung, die dem physischen Euro gleichkommt. Zur Erklärung, wenn wir heute zum Beispiel Online-Banking betreiben oder im Supermarkt mit Karte zahlen, dann geben wir nicht direkt unser Geld sozusagen an diesen Supermarkt, sondern wir sagen unserer Bank, der oder die sozusagen Zwischenhändlerin ist, gibt denen das Geld weiter. Also es gibt immer die Bank als Zwischenhändlerin. Und das war nicht gegendert, denn es heißt ja schließlich auch
die Bank. Wie dem auch sei, ein digitaler Euro wäre wirklich wie Bargeld im Prinzip. Im Supermarkt gibt man dann direkt das Geld an den Supermarkt mit seinem digitalen Euro. Man bräuchte noch nicht mal ein Bankkonto, sondern es würde wie im echten Leben sozusagen ein Geldbeutel reichen, aber ein dann digitaler Geldbeutel. Und die EZB, also die Europäische Zentralbank, könnte so auch mehr Kontrolle über das Geld haben, was im Umlauf ist. Übrigens, mehr zu dem Thema findet ihr auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. So, und um Digitalisierung auch in Zukunft allen Menschen näher zu bringen, möchten sie auch, also die Union, auf, Zitat, ehrenamtliche Digitalbotschafterinnen und Botschafter setzen. Die sollen dann ihre Expertise ehrenamtlich, also auch meist unentgeltlich, weitergeben. Und auch ein neues Bundesministerium für digitale Innovation und Transformation will man einrichten. Von dort aus soll dann alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, gesteuert werden. Und ähnlich wie andere Parteien auch, will die Union, dass Europa bei digitalen Angelegenheiten souveräner wird. Das heißt, mehr auf eigene Faust macht. Kommen wir zum Thema Schule und Bildung. Beim Thema Bildung ist es der Union sehr wichtig, dass die deutsche Sprache früh gelehrt wird, und zwar mit Tests für alle. Sie schreiben dazu: Wir werden den Erwerb der deutschen Sprache so früh wie möglich fördern, insbesondere durch verbindliche, fortlaufende und standardisierte Diagnoseverfahren. Ab einem Alter von 3 Jahren kommen verbindliche Sprachstandardtests mit qualitativ wirksamen Sprachförderangeboten für alle Kinder hinzu. Und in Bezug auf Corona und die Schwierigkeiten, die viele Jugendliche und Kinder hatten, gerade in Bezug auf Schule und Bildung, setzt die Union unter anderem auch auf das eigenständige Handeln und Unterstützen folgender Personen. Wir rufen Lehramtsstudierende, Seniorlehrkräfte, Anbieter von Nachhilfeleistungen und Volkshochschulkräfte auf, schulbegleitend sowie während der Ferien die Kinder und Jugendlichen zielgenau beim Aufholen zu unterstützen. Anders als bei anderen Parteien, wie zum Beispiel bei der Linken, die eine Gemeinschaftsschule für alle fordert, will man solche oder ähnliche Forderungen bei der Union nicht. Und auch eine deutschlandweite Bildungsplattform, die für alle Altersgruppen geeignet sein soll, will die Union aufbauen. Anders als andere Parteien will die Union BAföG nicht komplett von den Eltern unabhängig machen und auch das Alterslimit will man auch nicht komplett aufheben. Sie sagen, dass sie für diejenigen, die den Bachelor gemacht haben, dann arbeiten und vielleicht später erst den Master machen wollen, dass sie bei diesen Leuten ein elternunabhängiges BAföG haben wollen. Auch soll man dann noch BAföG bekommen, wenn man älter als 35 ist. Kommen wir zum Thema Geld und Finanzen. Durch Corona hat der deutsche Staat eine extrem hohe Zahl an Schulden gemacht, mehr Schulden also aufgenommen. In der Vergangenheit wollte die Union ja auch immer an dieser schwarzen Null festhalten, also immer so viel ausgeben, wie man noch hat und nicht darüber hinaus. Und dieses Ziel wollen sie auch in Zukunft verfolgen. Sie meinen zwar, dass man auch investieren müsste, aber schnell wieder zu, Zitat, soliden Finanzen zurückkehren sollte. Deswegen sind sie auch nach wie vor für die Schuldenbremse. Frage ist, wie finanziert man die ganzen Projekte und die aufgenommenen Schulden? Denn die Union will auch keine Steuern erhöhen, anders als beispielsweise die Linke oder auch die Grünen, deren Wahlprogramme auch nochmal hier oben im i verlinkt. Die Union will da sozusagen voll und ganz auf die Wirtschaft setzen. Sie wollen, dass die Wirtschaft wieder rund läuft, wodurch der Staat auch mehr profitieren soll. So zumindest die Hoffnung. Sie sind der Meinung, dass höhere Steuern für Unternehmen zu keinem Wirtschaftsaufschwung führen würde. Und auch Dinge wie die Vermögenssteuer lehnen sie ab. Auch da unterscheiden sie sich beispielsweise von den Grünen oder eben von den Linken. Anders als die Grünen oder die Linke will die CDU/CSU das aktuelle Gesundheitssystem nicht ändern. Sie wollen auch in Zukunft eine gesetzliche und private Krankenversicherung. Sie schreiben konkret, dass sie eine Einheitsversicherung ablehnen. Und sie sind beispielsweise auch dafür, dass alle gesundheitsrelevanten Daten eines Patienten digital gespeichert werden sollen. Sie sagen dazu: Die Patientinnen und Patienten der Zukunft werden unter Wahrung des Schutzes ihrer Daten ihre gesamte Krankengeschichte an einem Ort speichern und Ärzte und andere Leistungserbringer darauf zugreifen lassen können. In der Pflege möchten sie außerdem, dass mehr auf Roboter und Digitalisierung gesetzt wird. 500 Millionen Euro will man dafür in der Pflege bereitstellen. In welchem genauen Zeitraum das sein soll, bis wann also und für was ganz genau, sagen sie nicht. Und außerdem erwähnen sie in diesem Teil ihres Programmes, dass sie aktuell illegale Drogen nicht legalisieren möchten. Beispielsweise also Cannabis. So, und auch beim Thema Arbeit will ich jetzt nochmal vergleichen mit den Linken. Denn die Linke fordert beispielsweise eine Vollzeitwoche, die aber nur 30 Stunden hat, als beispielsweise 40 Stunden, aber bei einer Bezahlung von eben 40 Stunden. Bei der Union findet man insgesamt gesehen solche Forderungen nicht. Da sind sie deutlich zurückhaltender und wollen eher an dem festhalten, was aktuell bekannt ist. Auch Dinge wie Zeitarbeit wollen sie beibehalten und die maximale Bezahlung bei Minijobs wollen sie von 450 Euro auf
550 Euro anheben. Im ländlichen Raum wollen sie sich dafür einsetzen, dass mehr Coworking Spaces entstehen. Und von einer Erhöhung des Mindestlohns sprechen sie nicht, aber sie möchten, dass die Betriebsräteunternehmen gestärkt werden. Kommen wir zu sonstigen Punkten und da beginnen wir auch mit dem Thema Militär. Die Union sagt nämlich, dass sie die Bundeswehr in Zukunft aufstocken möchte. Es gibt ja dieses 2% NATO-Ziel, dass man dem 2% des Bruttoinlandsproduktes eines Landes ausgeben muss für das Militär und das will die Union auch erreichen. Und anders als die Linken, die die Bundeswehr nämlich aus den Schulen verbieten möchte, beispielsweise für Infotage oder desgleichen, sagt die Union, dass sie genau das ausweiten will. Und wo wir gerade beim Militär sind, da plant die Union nämlich auch langfristig auf Ebene der EU europäische Streitkräfte zu etablieren. Und sie wollen auch weiterhin einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber diesen wollen sie umbauen und reformieren. Wie genau, das sagen sie im Programm nicht. Kommen wir zuletzt noch zur Kritik. Grundlegend muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Union seit 2005 ununterbrochen an der Macht ist. Heißt also auch, dass sie für all ihre Vorschläge bereits 16 Jahre lang Zeit hatten, diese umzusetzen. Viele kritisieren deshalb, dass sie vor allem im Bereich Klimaschutz in den vergangenen Jahren zu wenig gemacht haben und eigens gesetzte Ziele verfehlen. Auch stand die Union beispielsweise 2021 stark in der Kritik, als es zum Beispiel um Korruption ging. Korruption bei Masken, Maskendeals. Auch Kanzlerkandidat Armin Laschet übrigens war und ist darin verwickelt. Er und sein Sohn übrigens. Oder auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer der CSU und seine PKW-Maut. Hier sind einige 100 Millionen Euro an Steuergeld ausgegeben worden für eine PKW-Maut, die zwar angekündigt wurde, aber am Ende nicht umgesetzt wurde. Übrigens, ich habe dazu auch schon vor einiger Zeit mein Video gemacht, das ihr hier oben im i nochmal verlinkt findet. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Politik, dann schaut jetzt mal unten in die Infobox. Dort findet ihr meinen Podcast zusammen mit meiner Kollegin Johanna Macht Sinn verlinkt. Also hört da unbedingt mal rein und verratet mir mal, was ihr davon haltet. Ansonsten, hier gibt es noch die Playlist mit den ganzen anderen Parteien und Wahlprogrammen. Schaut euch das unbedingt an und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.